Herzlich willkommen zurück hier bei The Search. Wir müssen immer noch einen Weg finden, den ganzen Kram für das Brustmodul hinzukriegen. Ausgegenstände, ja, da sind wieder ein bisschen Metall, zerstörte Teile. Ja. Festgegenstände. So, Profil. Okay, ich weiß nicht, was ich unten 100% aussagen, wahrscheinlich gerade. Ausrüstungsset. Beidseitig montierte Waffe, weiß ich aber nicht, wie das geht. Inventarschutz. Das ist einfach nur so eine Übersicht. Okay. Jo. Aua. Gucken, dass wir hier vielleicht einen weiteren Weg finden. Alter, kaum noch Leben, Mann. Okay, muss ich vielleicht einfach nur den Körper anvisieren, um die Teile zu kriegen, die ich brauche. Kleinerer Schrotthaufen. Ja, muss einfach die Brust zerstören, ich Idiot. So kann man also die Teile gezielt. Okay. Was? Jawohl. So kriegen wir also unsere Brustteile zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ja, das kriege ich auch verschiedene Waffen, wenn ich verschiedene Regionen angreife. Okay. Oh, das war der Kopf. Habe ich vielleicht schon genug
Wenn nicht, gehe ich eh einmal rein, damit ich wieder neue Gegner kriege. Aber dies jetzt. Ist keine genehmigte Pause. Lappe. Ja. Alter. Da kann man gezielt vielleicht auch Beine angreifen. Oh, das habe ich sogar getan. Bein hergestellt, ein Arm. Ich könnte den Arm verbessern. Geschwindigkeit plus 3. Ich habe einen verbesserten. Okay. Zack, haben wir noch was Verbessertes und Brustmodul haben wir auch. So, zerstören wir das hier noch. Kriegen wir noch ein bisschen Schrott. Gucken wir noch kurz hier rein. Ich dachte, Herstellung aufwerten. Hat man doch den eben aufgewertet oder nicht? Plus 14, oh gut. Warum kann ich denn keine zweite Waffe nehmen? Wuchtmittel. Angriffsgeschwindigkeit Mittel. Ich dachte, ich hätte den verbessert auf. Achso, schon 30. Und der Arm ver. Das ist schon mal eine Geschwindigkeit. Okay, das lassen wir mal so. So, den Rest einlagern. Schönen Tag, Warren. Prügeln wir uns nochmal hier durch die Gegner durch. Ja, die Teile, die ich abtrenne, kann ich meistens einsammeln. Okay. Oh,
Dreh. Den hat er mir gut gedrückt. Hey, der hat beide Beine so. Wäre ja für Sprinten und so nicht verkehrt eigentlich. Haben wir hier alle erledigt. Und ich dachte schon, in der zweiten Folge hat es Klick gemacht. Hallo, hallo. Wenn wir unser Brustmodul, also den Typen müssen wir helfen, da rauszukommen irgendwie. Unsere Hände gefallen, die Edna Kana, Angestellte 776910, mit den Morden durch das als Liberator bekannte Individuum in Verbindung bringen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er vorsätzlich seinen Neurolink manipuliert hat und so die GPS-Ortung ausschalten konnte. Aus diesem Grund kann sein Standpunkt nicht von Creonet ermittelt werden. Solange er nicht gefasst ist, stellt er eine ernstzunehmende Bedrohung für die Belegschaft. Und falls das jemals diese Einrichtung verlässt, für Creos Image da. Wir müssen uns schnell und leise um die Angelegenheit kümmern. Mhm. Gut, da reinkommen können wir nicht, weil wir nicht zum Sicherheitspersonal gehören. Habe ich mir auch fast gedacht. Ah, okay. Hier sind wir also, bei dem anderen Eingang. Ich muss sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei. Wir hatten mehrere Unfälle in diesem Sektor. Wir müssen ihn dicht machen und Stück für Stück auseinandernehmen. Ich weiß, was du machen wirst. Aber wir hatten Glück, dass wir die letzten Vorfälle unter den Teppich kehren. Wir können nicht weiter auf dieses Glück setzen. Ich weiß, dass sich niemand für die Malocher hier unten interessiert. Aber das wird sich ändern, wenn die Medien davon Wind kriegen oder schlimmer. Die Aufsichtsbehörde. What the heck? Alter Schwede! Das ist ein krasser Typ. Okay.
Wir helfen gern. Diesmal gehe ich hinten rein. Muss ich mich nur an diesen dummen Robotern vorbeischlagen. So gut wie gar nicht, weil ich einfach hier durchgehe und die einfach ignoriere. Das sind 5000 Metall, Alter, die lasse ich da nicht liegen. Das bringt mich nicht an die Ecke, wo ich hin will, glaube ich. Nee. Ich muss erstmal da runter. War gut zu wissen, dass wir hier auch runterkommen. Hochkommen meine ich, dass da oben ein Kraftwerk so irgendeinen Weg lang geht. Nichts mehr. Ich hätte am liebsten seinen linken Arm genommen, Alter. Implantat erhalten. Okay. Weil er hat so diesen Doppelarm gehabt und dabei beide Waffen. Das wäre richtig nice gewesen, so. Finde ich. Ist der gesamte Keller jetzt auch etwas heller? Das jetzt so gut war. Auch vielleicht können wir dadurch jetzt den Professor rausholen, ich weiß es nicht.
Willst du mich verarschen? Da will ich so nett sein und ihm wirklich helfen. Und dann sowas. Aber immerhin ein neues Implantat. Ich muss noch rausfinden, was passiert, wenn wir da den Weg runtergehen. Bevor wir da oben diesen einen Weg lang gehen. Ich habe so das Gefühl, es geht hier was weiter. Ja. Okay, dann müssen wir da hinten den Weg hoch. Weil durch diese Sicherheitstür kommen wir eh noch nicht. Können wir aber nochmal probieren. Wird wahrscheinlich eh viel schlagen. Zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden. Jo. Habe ich mir fast gedacht. Dann sind wir jetzt im blöden Keller auch erkundet. Toll, hätten wir gar nicht dieses Brustding gebraucht. Hätten wir nur den einen Typen da unten finden müssen. Erstmal wieder raus, ne? Dann die eine Tür war irgendwann irgendwie offen. Ja, genau, und da müssen wir dann weiter. Wie auch immer die Tür auf einmal offen war. Sind hier einfach nur hoch, ganz weit oben. Shit, Alter. Der hat mich fast wieder fertig gemacht. Aber ich will seine Doppelwaffen haben. Die sind ja mega nice. Wow, Liftnutzung freigeschaltet. Okay, wir fahren dann irgendwie auch noch vom Weg. Jawohl, so kommen wir zurück. Ja, hallo. Nice, wie man die Wege freischaltet. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So. Wir haben 10.000, Alter. Wir könnten den verbessern. Ausdauerverbrauch minus 10. Ach, da haben wir wieder die hergestellt. Scheiße, ich Idiot. Ah. Ja, hier stelle ich die her, aber ich muss dann, wenn die herstellen. Oder die aufwerten hier. Ich Idiot. Bringt mir gar nichts, dass ich die jetzt so hergestellt habe. Mhm.
Energie habe ich schon. So. Verbrauch 4 Kernleistung. Das ist die Frage, welche Implantate man nutzt, ne? Okay. Gucken, ob das viel besser ist. Aber wir sind auch am Folgenende angekommen mit einem Fail, wie ich da die Sachen hergestellt habe. Kann ich die irgendwie nochmal... Wo jetzt kann ich den rechten Arm beide von denen verwenden. Und beide kann ich beide die hier verwenden. Okay, so dumm war das doch gar nicht. Brust, okay. Das ist vielleicht, den können wir zerstören. Ja, komm, weißt du was, diesen Arm brauchen wir da nicht. Bein behalten wir notfalls mal. So, dann... Da müssen wir halt uns wieder darum kümmern, halt hier die Sachen zusammen, die Arme und Beine und Körper und das Altmetall lagern wir mal. Ich glaube, wir können aber noch ein Upgrade machen. Sehr schön, Kernleistung 30 ab 35 ist das nächste Ding, was wir freischalten können. Also, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.